Paris-Freunde, was geht und herzlich willkommen im schönen Paris. Wir starten unsere Reise durch die Hauptstadt Frankreichs heute mit einer kleinen Sonderausgabe, bei der wir eure Restaurantvorschläge testen. Ihr konntet uns auf Instagram eure Lieblingsrestaurants in Paris schicken und wir werden heute so 3 bis 4 davon besuchen. Endgegner. Eieiei. Das hier? Wir testen eure Food-Hotspots in Paris. Also mal sehen, ob auf euer Wort Verlass ist. Viel Spaß dabei. Paris ist schon so eine gute Morgenstadt, oder? Absolut. Absolut. Wenn ich in einer Stadt frühstücken gehen würde, so in meinem Kopf, in meinen Träumen, dann ist es Paris. Ich glaube, es ist mehr dieses, auch wenn du um 12 Uhr aufstehst, ist es noch guten Morgen. Ja, genau. Auch wenn du um 6 Uhr aufstehst, ist es guten Morgen. So. Genau das. Und ja, ich glaube, wir haben auch noch nie ein Video gemacht, wo ihr vorschlagt, was wir essen gehen. Dementsprechend sind wir mal gespannt, was ihr auf jeden Fall im Petto habt. Die Vorschläge sind notiert und wir sind nicht weit vom ersten Restaurant, wo wir ein kleines Frühstück haben werden in der Guten Morgenstadt, das ihr vorgeschlagen habt. Café de Fleur oder Café de Flore, auf jeden Fall der erste Vorschlag von euch. Und Bro, das ist eine Schlange. Ja, gut besucht sieht es auf jeden Fall aus, aber das ist ja auch immer ein gutes Zeichen. So ist es. Das heißt, die Empfehlung war nicht schlecht. Bis jetzt. Schauen wir mal. Wir werden es herausfinden. Jetzt müssen wir schnell da anstellen, Alter, bevor sich ganz Paris angestellt hat. Eieiei. Aber es sieht schon sehr, sehr süß aus, muss ich sagen, wie man da so draußen sitzt, diese goldenen Tische. Allein unter dieser Markise, diese Blumen, die oben. Beautiful. Trébillon. Markise ist auch ein französisches Wort, oder? Markise, ich glaube schon, ne? Bonjour. Bonjour, bonjour. Boah, das ist richtig schön. Merci. Yes, yes. Da kommst du nie wieder raus. Ich bleib jetzt hier. Ich sag ehrlich, schöner Laden, ne? Ich sag auch ehrlich, sehr, sehr schöner Laden. Richtig französisch einfach. Erinnert auch so ein bisschen an so ein altes Wiener Kaffeehaus auf den ersten Blick, oder? Das hat schon so ein bisschen was. Absolut, absolut. Also ich denke auch, die haben so die Inspiration, das wird sich so ein bisschen teilen. In Wien gibt es ein paar französische Elemente. Hier, die Architektur ist ja auch ähnlich. Sieht ein bisschen aus nach Wien oder Wien nach Frankreich. Ist schon sehr schön. Ich habe auf jeden Fall Bock auf so richtig juicy scrambled eggs. Es sind Schnittlauch drin, Scallions, so einfach ein schön saftiges scrambled egg, vielleicht Brioche dazu. Und man merkt, wir sind in Paris, es gibt einfach eine schöne lange Liste nur für Eier. Scrambled eggs, Omelette, Nature mit Ham and Cheese, mixed. Frittiert, alles drum und dran. Es gibt auch fried eggs with a pair of Frankfurt. Frankfurter Bratwurst. Gibt's in Paris auch. Frankfurt. Okay. Thank you. Merci. Willkommen in Paris. Scrambled Egg mit Schnittlauch. Und an der Seite 2 Toastscheiben, die einfach die perfekte Bräunung haben. Schön hätte man diese Scheiben nicht toasten können. Ein bisschen mehr und es wäre schon zu dunkel. Ein bisschen weniger und es wäre zu hell. Einfach goldbraun. Golden brown. Ich sag dir ehrlich, auf den ersten Blick, die sehen nicht so nice aus. So ein bisschen fester, so als ob ich sie gemacht hätte. Mmh. Okay, habe ich unterschätzt. Die sind nicht so schlecht, wie sie aussehen, aber wir brauchen Salz und Pfeffer. Bro, you what? Ich sagte, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber die Scrambled Eggs sind auf jeden Fall, von außen sehen sie aus wie einfach ein überkochtes Rührei. Wenn du drauf beißt, ist es schön saftig in der Mitte, so medium rare. Das ist das Frühstück. Und auch schon unabhängig von der Butter, die drauf kam, schmeckt diese Scheibe Brot schon voll, weich und schmilzt im Mund. Guck mal, hier sieht man auch,
dass er nur auf einer Seite getoastet ist, woraus sich schließen lässt. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber dass der vielleicht in der Pfanne gemacht wurde oder auf einer Platte, nochmal mit zusätzlich Butter. Muss schon sagen, er sieht aus wie aus dem Bilderbuch. Wodurch du so beides hast. Kennst du einen Toast, der so steinhart aus dem Toaster kommt? Der ist zwar knusprig und hat Toastaroma, aber kommt wie ein Rock einfach aus dem Toaster. Und der ist schön nur auf einer Seite kross, aber drunter schön fluffig. So hast du das Beste aus beiden Welten. Was ich auf jeden Fall sagen kann ist, weil du vorhin gesagt hast, die Scrambled Egg ist wie wenn du es machst. Ich habe jetzt schon ein paar Mal versucht, so Scrambled Eggs zu machen. Und als wir in Mexiko waren, ja, wollte ich euch gerade sagen, wie war? Das war richtig gut. Das war richtig gut. Also das war Meisterklasse, Bro, muss ich ehrlich sagen. Seitdem würde ich sogar sagen, ich habe kein besseres gegessen. Selber habe ich es nicht besser hinbekommen. Kannst du das rausschneiden, bitte? So. Ein Frühstück für jedermann. Absolut stark. Das ist buttery, auch ohne, dass wir Butter drauf machen. Das schmeckt man raus. Sehr, sehr lecker. Grüße gehen auf jeden Fall raus an der Stelle an Sina YSL, Yves Saint Laurent. Kuss geht raus. Was habe ich erwartet? Ich weiß ja, dass ihr Geschmack habt, Leute. Ich freue mich auf den zweiten Spot. Oder das ganze Restaurant schaut mich an gerade. Das wäre der Moment gewesen, um durchzuziehen. Au revoir. Bro, was machst du da? Geld abheben. Aber das ist doch voll teuer im Ausland. Aber nicht mit Revolut. Weil mit Revolut kannst du innerhalb deines individuellen Plans, wie beispielsweise der Revolut Metallkarte, für die auch ich mich entschieden habe, weltweit kostenlos, ohne versteckte Gebühren, Geld abheben. Auch wenn wir in Brasilien wären? Weltweit. Kostenlos, ohne versteckte Gebühren. Also wie gemacht für beispielsweise Menschen wie mich, die viel unterwegs sind, viel reisen und regelmäßig Geld im Ausland ausgeben. Und das Coolste ist, ihr könnt eure eigene Karte, wenn ihr sie bestellt, individuell gestalten, indem ihr zuerst die Farbe auswählt und dann anschließend noch mit verschiedenen Emojis oder mit Freihandzeichnungen eurer Karte euren persönlichen Touch verleiht. Abgesehen davon ist die App auch super praktisch aufgebaut. Ihr könnt euch spezifische Budgets erstellen, eigene Limits setzen, Rechnungen direkt mit euren Freunden teilen und ihr könnt sogar Urlaubsunterkünfte dort buchen, weltweit, bei denen ihr bis zu 10% Cashback erhaltet. Also wie ich euch schon gesagt habe, wie gemacht für uns. Über den ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch die App direkt kostenlos runterladen und erhaltet 20 Euro Startbonus, nachdem ihr eure ersten 3 Transaktionen abgeschlossen habt. Hiermit bedanke ich mich recht herzlich bei Revolut für die Unterstützung und jetzt viel Spaß bei dem weiteren Video. Paris ist so süß, ne? Ich finde einfach eine Zuckerstadt. So. Die Gassen, die haben einfach so einen eigenen Flair. Schön. Und so eine Gelassenheit. Ja, aber das ist, glaube ich, die französische Mentalität sowieso, oder? Einfach so eine Gelassenheit. Laid back. Nas, Sepp. Auf jeden Fall geht La Brigade. Und La Brigade, Leute, also erstmal Kuss geht raus an dich, mein Lieber. La Brigade. Guck mal, die haben so Steaks auf Pommes. So ein bisschen Streetfood-mäßig zu mitnehmen, unkompliziert. Und ich muss schon sagen, sieht durchaus einladend aus. Was sagt ihr? Ich will eigentlich. Ich hab so gedacht, irgendwann gibt's noch ein Ende. Bruder, Paris ist schön, ja. Ich könnte an jeder Ecke könnte ich stehen bleiben und könnte sagen, Paris ist schön. Es ist süß. Die Guten Morgenstadt. Bonjour Paris. Hi guys. Bonjour. You want to sit place or party? You inside or take away? Can we sit outside? Okay. La Brigade, ein Restaurant direkt an der Straße. Und ich sag euch gleich, diese an der Straßenplätze in Paris, die sind's einfach. Du sitzt hier, Fußgänger gehen vorbei, Auto, du kannst einfach beobachten, chillen, entspannen, dich gleichzeitig sonnen und genießen einfach. So, das ist auch wie dieser auf der Straße Sitzplatz. Verkörpert auch für mich ein bisschen Paris einfach. Dementsprechend, wir haben eine übersichtliche Menükarte, die uns 3 verschiedene Größen anbietet, in denen wir unser Steak bestellen können, von 120 bis 360 Gramm, dann am Ende für 3 Personen, auch in verschiedenen Qualitätsstufen. Es gibt außerdem auch frittiertes Hühnchen. Und die höchste Qualitätsstufe ist übrigens aus Uruguay.
Beef Tenderloin, was glaube ich das Filet ist. Sieht auf jeden Fall einladend aus. Also man bekommt direkt Bock, sich sein Steak zu bestellen. Und dementsprechend würde ich sagen, schauen wir gleich mal rein. Okay, for one meat? Bis dann, bis. For the cook, medium or well done? Medium rare. Ist auch mal was Neues, oder? Weißt du, normalerweise für ein Steak, du musst in ein Restaurant, du musst warten, du musst einen Platz bestellen. Ist immer kompliziert. Es muss natürlich auch geschmacklich überzeugen, das ist die Priorität. Aber ist mal was Neues. Du mit niemand trinken so. Et voilà. Oh, merci. Bon appétit. Merci. Ai, ai, ai. Sieht sehr, sehr krass aus. Sehr, sehr wild aus. Wow. Also ich glaube, dass die wenigsten behaupten können, dass sie ein Steak schon mal auf diese Art und Weise gegessen haben, oder? Das einfach mit einem Set kommt. Guck mal, hier integriert Esswerkzeug. Dr. Bibber. Wie Randy so schön gesagt hat, Stäbchen für die, die nicht mit Stäbchen essen können. Dann haben wir noch Soßen an der Seite, beziehungsweise karamellisierte Zwiebeln. Das stand unter der Kategorie Soßen, deswegen Soßen. Dann können wir uns gleich hier ein paar bereitlegen und wir gehen rein. Steak aus der Box. Ist gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Ich kann es vielleicht gleich vorne wegnehmen, es ist nicht das beste Steak, das ich jemals hatte. So. Schon intensivere, sanftere Steaks. Aber für so dieses kann man auf jeden Fall machen. Auch hier schön, schaut mal. Zart, medium rare in der Mitte. Da sieht man auf jeden Fall, was los ist. Also Saftigkeit ist gegeben. Jetzt direkt zusammen mit Pommes. So ein bisschen Nussritzzeit, oder? Dieses Steak mit Pommes. Und ja. Bro, so entspannt habe ich noch nie ein Steak gegessen. Ich will erstmal ein Stück Fleisch mit zwei Kartoffeln als Base. Ist das Ding. Mhm. Ja. Hat schon Steak, aber ein bisschen zäh, das ist eigentlich alles so. Und wenig Gewürz, oder? Selber, also das Steak alleine, deswegen wahrscheinlich die Soße. Wenn du das jetzt aber vergleichst mit Nusret Steak zum Beispiel, sind die ähnlich oder ist Nusret Steak? Bro, Nusritter hat starke Steaks. Ah, okay. Man kann argumentieren, dass es vielleicht preislich, dass man für den gleichen Preis vielleicht Besseres bekommen könnte, woanders. Aber bei Nusritter, ich war ein paar Mal essen und ich wurde nie enttäuscht. So, es ist solide und schon 4-5 Ligen drüber ist das. So. Okay, okay, okay. Ja, ein bisschen Salz fehlt auch. So. Es ist ein cooles Steak für die Straße, so kann man auf jeden Fall sagen. Also das klingt ein bisschen negativ, das Steak ist nicht schlecht. Aber die Pommes sind auch sehr gut. Die feiere ich schon. Die sind stark, ja? Ja, richtig kartoffelig, trotzdem crunchy so. Aber was sagst du so zum Menü-Setup allgemein? Ich finde, der Salat ist ein bisschen lost so, mir kommt so. Das ist so, ich weiß nicht, hätte man vielleicht... Ich bin halt kein Fan von den... Für die Zwiebeln und das Steak macht nicht viel Sinn. Macht schon viel Sinn. Die Pommes, spitze. Das Steak ist okay. Aber um es ganz einfach zu formulieren, würde ich nochmal herkommen. Wahrscheinlich nicht. Trotzdem, ein lieber Gruß geht auf jeden Fall raus an Nas. NAZ-SAB war es, glaube ich. Und wir gehen weiter zum nächsten Spot. An der Stelle, Leute, ich kann mir vorstellen, diese Foodtouren auf jeden Fall noch öfter zu machen. Dementsprechend schaut auch gerne auf Instagram vorbei, wenn ihr bei der nächsten Foodtour auch mitentscheiden möchtet. Bruder, wie belebt ist diese Stadt, ja? Das ist ein kleines Festival wieder, oder? Aber es geht schon die ganze Zeit so, seit 5 Kreuzungen, 5 Straßen. Überall Menschen. Und so viele Menschen, wo passen die alle hin? Oder? Die haben auf jeden Fall. Stadt lebt. Nein, mal ernsthaft. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier und auch in London, das sind die ersten Tage, nach denen, ich sag mal, ich nenne es mal die vergangenen 2 bis 3 Jahre, wo man zum ersten Mal wieder so normales Leben spürt. Das muss ich mal kurz hier auf diesem Video festhalten. Normales Leben, Handshakes, so einfach gewohntes Beisammensein, gute Energie, gute Laune. Schon schön, sag ich ganz ehrlich. Ich hab's vermisst. Bro, auch ein richtiger Markt, ja. Das ist so Flohmarkt-Style, ja.
Schallplatten, so. Aber du hast nicht das Gefühl, dass es Trash ist, sondern wirklich so, die Leute schauen sich das an, Sachen. Man verhandelt, man... Das ist, das, glaube ich, das Geilste auf Flohmärkten überhaupt. Verhandeln, ja, Mann. Ey, das macht so Spaß. How much? How much? How many euros you want for this? Ich werde die sicher nicht anziehen. Bruder, ich wollte die gerade schenken. Im Geschenken-Gaul schaut man nicht ins Maul, dann kauf ich jetzt auch. Ja, den ist Indiana Jones schon gefahren. Ich schwör, er hat die benutzt. Ich kenne mich einfach gar nicht mit Pokémon aus, Bruder. Da könnte jetzt so eine 1,3 Millionen Euro Karte liegen, ich will es nicht wissen. Ich kenne Glurak und Glumanda. Wir sollten einem kleinen Feller was abkaufen, um den Hasse zu supporten. Was ist das? Ja, YouTuber. YouTuber, ja. Say something, say hello. Samson, vous avez combien d'abonnés? Wir befinden uns vor dem sogenannten Marché des Enfants Rouge. Korrigiert mich, wenn ich das falsch vorgelesen habe. Vorgeschlagen von Vince. Vince, E-N-T-C-C, Unterstrich. Kuss geht raus. Sobald du so einen Markt betrittst, der Spaß beginnt. Du kommst rein, das geht los. Käse, Wein, Trauben, Austern, einfach von links nach rechts, Kreuz über, oben, unten. Legen wir los, gehen wir rein. Marché de, wir kommen. Das wird's jetzt, ich weiß es. Hier werden wir sehr viel Spaß haben. Es geht schon los, Bro. Ein Gemüsestand wie aus dem Bilderbuch. Moin, moin, moin. Es ist auch eine starke Vielfalt hier, muss man sagen. Es geht wirklich so über den ganzen Globus. Wir hatten afrikanisch, wir hatten davor nordafrikanisch, marokkanisch, italienisch. Hier gibt es Pizza. Sehr leckere Sandwiches haben wir gesehen. Es gibt die ganze Käse- und Obstpalette so. Und alles liegt nah beieinander. Der Asiate ist direkt neben dem Afrikaner. So. Du riechst das asiatische Essen, das afrikanische, den Fisch. Und der Markt ist geil aufgebaut, weil es einfach nur diese Gänge sind. So. Du kannst dich nicht verlaufen. Simpel. Man kann sich ja gut zurechtfinden auf jeden Fall, sagen wir so. Aber was essen wir jetzt? Ha? Hey, man. Komm, merci. Oh, sieht gut aus da drin. Riecht doch gut. Ja, man. Wow. Merci. What do you say? What kind of restaurant is this? It's an Israeli. Ah, Israeli. We do a pizza sandwich. Okay. Ich kann immer noch kein Französisch. Wie sieht's bei dir aus? Hat sich jetzt nicht geändert in der letzten Stunde. Ah, merci. Plate of fries with hummus and then? One plate with fried hummus and then one pita. Yeah, now it's the question. Yeah. What's the best pita? The best one is the beef one. Beef one? Okay. Is it? But it's minced meat, right? Yeah. It's like kofta stuff. Yeah, yeah. All right. I made them. This one. You made them? Yeah. Okay, then we take it. Okay, so only one? That's it. Okay. Bro, what's the name of the restaurant? It's Shizonfu. Ah, basically it's Jean-Fils. And also your name again for the camera. It's Adji. Adji, yeah. Nice to meet you, I'm nice Lucas. Nice to meet you, sir. Nice to meet you. Sehr sympathisch auf jeden Fall schon mal auf die erste Begegnung. Die Pitas werden nochmal befüllt mit den Fleischbällchen. Im Ofen gebacken, kommen dann raus auf einen Teller, werden serviert und garniert mit Salat an der Seite. Dann kommt nochmal ein Klecks Hummus drauf. Und der Chef auf jeden Fall auch mit sehr viel Liebe am Werk, sehr viel Liebe zum Detail. So, da sitzt jeder Angriff. Man merkt, er gibt sich Mühe, man merkt, er will, dass dieser Teller einfach perfekt aussieht. Bruder, wie nett sind die heute? Das ist auf jeden Fall das freundlichste Restaurant, das wir bisher hatten. Es gab noch nicht viele, aber die sind auf jeden Fall sehr sympathisch schon von Anfang an. Ja, und die sind halt auch mit der englischen Sprache, das merkt man, die können Englisch, die sind es gewohnt. Ich glaube, das ist auch mehr auch ein international Fellas. Ja, genau. So, here is the deep one for you and the fries. Thank you very much. Have a good meal, sir. Meatball Pizza. Einfach schau mal, wie schön zubereitet so. Als ob du sie so im Ganzen gebacken hättest, dann aufgebrochen und dann kommt die Füllung so raus. Und diese roten eingelegten Zwiebeln, die machen einfach alles schöner. Das ist einfach so ein Ästhetikboost. Das hatten wir in Mexiko auch schon an vielen anderen Orten. Wenn diese drauf liegen, in Kombination mit Grün und noch einer anderen Farbe, ist immer ein Bild. Why, why, why? Ihr seht auch unten drunter Hummus. Wir haben noch so eine Art Tomatensauce, wir haben Weißkäse. Diese Zwiebeln und ich glaube, entweder ist das Pesto
Oh, das ist, ich glaube, Sru. Oder irgendeine andere scharfe Soße. Da passiert viel, sag ich dir. Bruder. Erstmal, die Meatballs sind ultra juicy. Und schön saftig, da bröselt nichts, da bröckelt nichts, das ist nicht trocken, Bruder. Dieser Meatball ist einfach saftig, so wie er sein soll. Und dann ist es diese, man kann schon fast Taco sagen, ja, ist einfach beladen wie ein Taco. Und schmeckt auch, geht in alle Richtungen, das ist ein bisschen scharf. Du hast den Käse, ja, die Schärfe wieder runterkühlt. Du hast als Grundbaustein, als Grundflavor diese Fleischpower vom Meatball getragen von dieser Pita, die schön knusprig außen und fluffig in der Mitte ist. Boah. Das ist das, was du meinst, wenn sehr viel im Mund passiert. Hä? Von süß, salzig, sauer. Auch eine pikante, diese, was ist das? Lauchzwiebeln, oder? Oben Lauch. Schnittlauch, glaube ich. Schnittlauch. Boah. Da sind sehr viele Elemente drauf und verschiedene Sachen, aber ergeben eine Harmonie richtig stark. Also ja, richtig stark. Ich finde, das ist auch schwierig. Umso mehr drauf ist, umso schwieriger, dass da, dass das Ganze noch, dass sich der Kreis noch schließt. Ja, genau. Und das wurde hier auf jeden Fall erreicht. Sind das hier Karotten oder? Was ist das da unten? Kann schon sein, Bruder. Ich weiß nicht, sieht so aus. Doch, Bruder. Die sind, glaube ich, reingelegt. So Kohl, Karottensalat mäßig, so in diese Richtung. Wow. Endgegner. Eieiei. Das hier, ich wüsste jetzt nicht, ich denke mal so ein bisschen nach, wenn ich Gerichte esse, so. Könnte ich da jetzt noch irgendwas drauf machen, was es besser macht oder so? Wüsste ich jetzt nichts. Keine Chance. Dann nichts dran verändern. Vielleicht ein bisschen Salz über die Pommes streuen, aber an der Pita, die darfst du nicht mehr anrühren. Das ist auch das Brot. Crunchy, trotzdem teigig. Also das, es hält, aber es ist trotzdem leichter Crunch. Stark, Mann. Wow, ich bin echt baff gerade. Nicht schlecht. Der Fleischball ist auch nicht zu 100% durchgebraten, gell? Bruder, entweder der ist noch mal so zusätzlich in Soße gekocht. Es kann nicht sein, dass er nur so gegrillt ist, weil der ist schon sehr saftig, oder? Ja, ja. Kann das sein? Boah, da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Das müssen wir fragen. Wenn wir eine Sache schon weltweit probiert haben, dann ist es Hummus. Ich dachte zwar, wir kriegen ein bisschen mehr Hummus zu den Pommes, also es wird ein bisschen ausgeglichener. Jetzt, der Fokus liegt bei der Speise auf jeden Fall mehr auf Pommes, offensichtlich. Aber nehmen wir die doch mal und dippen sie in den Hummus, um auch diesen zu kosten. Guck mal, der Bruder hat sogar auch dieses kleine Schottglas Hummus, noch Scallions und diese roten Zwiebeln draufgelegt. Das macht sein, also das sind so die extra Meilen, die man gehen muss, oder die extra Details, die es einfach ausmachen am Ende des Tages. Oder sind wir mal ehrlich? Der ist es schon, ja. Auch sehr frisch schmeckt der. Cremig, aber noch leicht grob. Nicht so eine Paste. Weil es gibt ja Pastenhummus, es gibt gröberen Hummus, es gibt feuchteren, es gibt festeren. Jetzt ist gar nicht schlecht oder gut gemeint. Der ist so ein bisschen saftiger und ein bisschen gröber. Sehr lecker. Da ist auch eine gute Ladung mit drauf, ja. Und wie gut es auch zusammenhält, oder? Das lag auf dem Tisch so, du dachtest, okay, sieht schön aus, aber es ist auch essbar. So, und du kannst es aufheben, alles bleibt auf der Pita, du kannst abbeißen und es hält zusammen, es bricht nicht auseinander. Es ist den ganzen Tisch voll. Du kannst es sauber essen. Sieht schön aus und ist essbar. Essbarkeit. Sehr wichtiger Punkt. We moving. Through Paris. We moving through Paris. Schwer, es ist auch eine Schlenderstadt, gell? Jeden Spot sind wir jetzt zu Fuß abgegangen. So haben wir die Kalorien im Handel. Stimmt, kein einziges Mal auf öffentlich gefahren. Ja, noch gar nicht, oder? Das war immer einmal war es ein bisschen lang so, okay. Das waren die längsten 2,2 Kilometer unseres Lebens. Aber ansonsten kann man sich für unsere Erfahrung auf jeden Fall gut durch die Stadt bewegen. Alter, krass. These perspective things. Cool, man. Feier. Street Art. All you need is love. Dim, dim, dim. All you need is love.
Ihr seht, es dämmert. In der Hauptstadt Frankreichs. Wir stehen vor unserem letzten Spot mit dem Namen Carré Pandémie. Vorgeschlagen von einem Mr. French Fries. Mit Unterstrich vorne und hinten. Kuss geht auf jeden Fall raus. Dort soll es, wenn ich das richtig verstanden habe, Toast in allen verschiedenen Variationen, inklusive eines French Toasts geben. Ich glaube, so ein richtiger, schöner, saftiger, buttriger French Toast ist genau das, was wir brauchen, um den Rest dieser Food Tour, den wir heute so genossen haben, runterzuspülen, abzuschließen, abzurunden. Gehen wir rein. Ist closed? Many breads. Many breads. What do you have? And a ribbon one. Oh. And one croque monsieur. Oh no, no way. French toast anymore? No. No. And oh no. Yes, there is French toast. One more? Yes. Okay, we take one French toast. You know this place? I got recommended from. Yes, very famous one. Okay, this is why, because it's very strange, you know this place. It's one of the most famous places in Germany. Austria. Nice. This Japanese white bread. Very famous in France. What's the name? White bread? The Japanese bread. Yeah, there's a name. Anyway. Okay. Yes, there is. It got recommended to us from one of our viewers. From here. All right. Okay, you should order. Shukupan, that's the name. Yes. Shukupan. Yes. And exactly. Yes. That's the name. Exactly. And you know, this, last 1 year ago, there is a report from the TV in France, highlighted, press release, and then, you see, at 2 o'clock, no more white bread. So it must be famous. We got lucky. Very, very famous. All right, we need to. It's strange you are there. Thank you, sir. Thank God. Also, ihr habt es gehört, das habe ich natürlich nicht gewusst, weil ich natürlich den Platz auch nicht kannte. Aber diese French Toast oder die Toast und Sandwiches, die es hier allgemein gibt, werden mit japanischem Brot, mit dem sogenannten Shokupan, das wir auch schon in einem Rezept gemacht haben, als wir das Katsusando zubereitet haben, zubereitet, umso besser. Das fluffigste Weißbrot, das es auf der ganzen Welt gibt. Liebe Grüße nach Japan. Whose idea was that? It's Japanese person who just wanted to make, you know, the French, the Japanese nice. Bread in France. They thought French bread, so Japanese bread. You also make katsu sando? Yes. Ah, nice. That's normally you have this. Chicken, right? It's pork. Ah, nice. Very good. Was hin und wieder sehr schön ist im Ausland, drücken wir so aus, ist, dass fremde Menschen, wirklich, die kennen sich nicht, sitzen zufällig nebeneinander und führen ein Gespräch, tauschen sich aus und lernen was wieder. Es fehlt einfach bei uns. Drei Leute, die nicht zusammengehören, warten gerade auf ihre Bestellung, chillen dort, führen eine Konversation, wir kommen dazu, sind mit drin. Crazy. Bruder, du bist wieder so ein Restaurant, wo du reingehst in diese Zubereitung und Konversation, dich so dir so Lust auf dieses, auf die Speise macht, so auf diesen Stich. Einfach nur probieren jetzt. Seid ihr bereit? Carré, Pandémie, Pandémie. Der japanische, japanisch-französische French Toast. Wow. Pick that thing. Guck mal, wie das versinkt in diesem Teil, ja? Wow. Nochmal zum Thema Konsistenz. Das ist einfach das Pudding, Bruder. Das ist der Pudding unter den Broten. Ist so heiß oder was? Das kann doch gar nicht sein. Joggen hilft. Das Innere war so flüssig,
und innen drin war es so heiß und außenrum ging es. Aber ich habe gemerkt, dass er sich so... Und ich habe gerade die ganze Zeit das in meinem Mund so bewegt, dass ich nicht die Mitte berühre. Das ist... Boah. Okay. Wird man jetzt nicht viel zu sagen können wahrscheinlich, ja? Für die nächsten 3 Wochen nicht schmecken und riechen kann. Der ist es, ich sag dir. French Toast durchgespielt. Wirklich, aber der ist nicht nur weich in der Mitte, der ist saftig in der Mitte, juicy, wie Pudding einfach. Außen dran schön karamellisiert, schön knusprig. So die perfekte Bräunung einfach. Wenn man mal da drauf schaut. Bräunung und trotzdem weich, knusprig und trotzdem weich. Zwei Gegensätze, die eigentlich auch in diesem Extrem nicht vorkommen dürfen. Was soll ich euch sagen, ja? Und so buttrig, so eiig auch. Alles kommt zusammen. Nicht zu süß, nicht zu fettig. Die perfekte Harmonie. Das Brot stimmt. Du hast auch noch ein bisschen Widerstand. Es ist nicht komplett weich und aufgelöst, sondern alles passt einfach. Wahnsinn. Merci. Ich bin ehrlich, ganz kurz. Ich kenne mich nicht aus mit French Toast, aber den ersten French Toast, den ich gegessen habe, es war so Toastbrot in Ei rein und dann war so richtig Zimt und Zucker außen. Habe ich schon gefeiert, aber fand ich nicht so nice. Das hier sieht aber komplett anders aus, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte vorhin auch schon die Diskussion, wir haben gesagt, also ich habe gesagt, French Toast auf jeden Fall höher Pancake. Ja. Jeden Pancake. So, Kaiserschmarrn wird schwierig, aber Pancake auf jeden Fall größer. Ich weiß nicht, also... Ich wäre da auf jeden Fall anderer Meinung, aber ich denke, es könnte sich vielleicht nach hier ändern. Probieren wir. Gabel, Mabel, Bruder, was diese. Oh, immer noch heiß, boah. Boah. Ganz kurz, wir brauchen nicht mehr viel zum Geschmack sagen, das ist geisteskrank, also wirklich wild. Aber wenn Kaiserschmarrn so wäre, ja, wäre ja es der Endgegner, Bro. Es wäre vorbei, dann, du kannst dann sagen, ich mache den besten Kaiserschmarrn der Welt. Das ist es, ja. Genau. Wow, 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 wow. Außen Mini-Crunch, sieht man hier auch. Hier, schön angebraten. Und dann schaut mal, Fluffiness durchgespült. Ich zeige euch mal, der zerfällt. Schaut mal. Boah. Das ist nicht normal, ich sage euch ehrlich. Und das ist French Toast. Und jetzt kann ich sagen, würde ich French Toast, wenn ich ihn so kriege, meine Top 3 Desserts machen. So. Ganz klar, das ist richtig krank. Schokopan French Toast. Das ist die Japan-Frankreich Collaboration. Wahnsinn. French Fries? Du bist the man of the day heute. Stark. Den Punkt kriegst du auf jeden Fall auch von mir. Kuss geht raus, French Fries. Und Kuss geht raus an alle anderen, die mitgemacht haben. War eine starke Tour. Könnte man wiederholen. Könnte man. Dementsprechend, ich hab's vorhin schon gesagt, schaut auch gerne auf Instagram vorbei, wenn ihr bei der nächsten Abstimmung bzw. bei der nächsten Food Tour, die wir so aufbauen, auch mit dabei sein wollt. Ansonsten ein dicker Kuss auch an alle Zuschauer. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Peace. Bonjour. Ach, ich kann das nicht nochmal. Bisschen Marmelade, wo ist die, ey? Alter, was? Peter hängt noch in meinen Hals. Bro, das ist der weichste oder am weichst aus... Ach, das wird kein Satz. Willkommen. Frische Scrambled Eggs. Das ist einfach ein Kissen. So versinkt, das ist so... Okay, das wird auch kein Satz. You throw the butter. The butter. The buttery floor now. Rafa. Buttery toast. We in Paris. I'm eating a buttery toast. He what? Weich aussehenden. Also, es wird hier kein Satz mehr. Nimmst du jetzt die Gabel, steckst du die da und eat that thing. Where are you teasing it?
Das musst du löschen. Und ihr könnt wählen zwischen drei verschiedenen Steak. Against the sun. Trotzdem. Das könnte nur schärfer sein, was mir gerade eingefallen. Aber Schärfe ist geschmacklich, ist wild. Ich hab die ganze Zeit gefilmt, Bruder. Das ist auch gut, zu Fuß fort. Los geht raus an alle diese Zuschauer. Au revoir.